Ja, und damit willkommen zurück auf der Bohrinsel. In der letzten Episode ist ja der Helikopter abgestürzt. Pilot hat vermutlich nur im Microsoft Flight Simulator trainiert gehabt. Und ja, jetzt ist guter Rat teuer. Doch wieder die Rettungsboote. Geh wieder rein. Ich weiß nicht, ob ich reingehen will. Hier draußen ist eigentlich soweit ganz safe. Mal abgesehen von da unten. Gut. Können wir in das Büro vom Chef? Oh ja. Da klingelt sogar. Owen. Hallo? Hey, it's Brody. Jesus, the fucking chopper, man. Aye, I saw it. Did you get to the lifeboats? Aye, they're busted. Fucking Kadal. Mechanisms are completely fucked, cheap bastards. Jenny Flat McCleary. Just listen, here's what I need you to do. I need you to get to the radio room and call the support ship. It's fucked, man. The fucking crane fell on it. Hello? Hello? Shit. Hey. It's Brody. Hey, I know who it is, you daft prick. Listen, that's the generator's failing. If they cut out, we'll be on emergency batteries, so the radios won't work. You're not listening. The radio room is gone. Christ, man, there's other radios, but only one set of Jennies. If they fail, you're gonna need to head down there and manually restart them. I'm not going down there. Oh, no. Fucking gibble. Kaz, if the Lecky cuts out, you won't have a choice. You go and do it. No, Kaz, I'm busy. You need to get to the Jennies and stop them from shorting. Got it? Aye. Jennies. Right. Brody. Shit! Shit. Ich will aber nicht runter zum Generator. Beschäftigt. Was hat er jetzt zu tun? Vor allem, was steht denn hier? Christ, no wonder Rennick was raging. Sehr geehrter Herr Mr. Rennick, genau, der Polizei von Glasgow untersuche den Vorfall, der sich am Abend des 27. August 1975 im Wirtshaus The Duke in Dennistown, Glasgow abgespielt hat. Bei dem Vorfall handelt es sich um schwere Körperverletzung. Diesbezüglich möchte ich gerne mit Mr. Cameron McLeavy sprechen, der unserer Information zufolge aktuell unter ihrer Leitung auf der Ölbohrinsel Beira D beschäftigt ist. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie uns dabei helfen, Mr. McLeary ausfindig zu machen und zurück zum Festland transportieren. Bitte nehmen Sie über die oben stehende Telefonnummer Kontakt zum TGD auf, sobald Sie diesen Brief erreicht. Falls Sie uns nicht behilflich sein können, wenden wir uns zu weiteren Rückfragen direkt an den Hauptsitz von Kettle Oil Ltd. Ja, das Ding hätte jetzt trotzdem nicht so ausrasten müssen. Ja, gut. Ich würde mal sagen, da geht's nicht mehr retour. Einmal ins Verwaltungsmodul. Oh, gibt's dann hier wieder auch wieder. Alter, was haben wir mit dem Telefon? Anyone in here? Who's here? Under the admin module. He's... Oh, he's coming back. He's coming to help me. He's coming to help me. Fuck. Also nur mal so aus dem Logischen, ne? Also du wirst da unten von irgendwas gejagt und dann kommst du auf keine bessere Idee, als einfach mal random irgendein Modul anzurufen. Feuerlöscher. Gut. Boah, ich würde sagen, das ist jetzt aus. Das ist da hinten auch aus. Ja, passt. Obwohl es hier eigentlich reinregnet, aber was soll's. Shit. Jo. Lässt sich gut lesen.
Ist das ein Easter Egg? Ist das ein Kind von irgendjemandem, der Entwickler? Unter dem Verwaltungsmodul. Good morning. Here is the shipping forecast for 0630 on Tuesday, December the 23rd, 1975. First, gale warnings. There are warnings of severe gales in Fair Isle, Hebrides. Okay, hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Ja, ich würde mal sagen, irgendwas ist hier durchgerauscht. Hallo? Locked. Okay. What? Holy shit. Christ. Was bist du? Okay, tschüss. Fuck. Kannst du nicht ein bisschen schneller gehen? Oh scheiße, da ist noch mehr von dem. Okay. Scheiße, komm. Scheiße. Komm. Was soll ich machen? Scheiße. Alter, geh auf! Oh, Scheiße. Alter, mach. Fuck. Mach auf! Scheiße. Okay, das war jetzt intensiv. Da wird mir gleich warm ums Herz. Jetzt ist mal gerade wirklich... Holy. Ich weiß gar nicht, ob das... Oh. Das ist der Helikopter. Nee, wir springen da jetzt nicht rüber. Ich glaube, ich muss. Und dann da raus. Alter, nein. Das ist so eine dumme Idee. Oh. Ja, und jetzt? Oh, I see. Wo kommt der Große wieder? Gut. Ah, Christ!
Ja, war ja irgendwie klar. Tür? Kann ich öffnen. Okay, das haben wir eine Retour. Können wir nicht mit der normalen Funke nicht irgendwie einen Notruf absenden und hoffen, dass es irgendein Schiff mitkriegt? Schon wieder Ferngespräch. Okay. Kaz, where are you? Lost O'Connor. They hurt his leg. Bruce, tell me where you are. Bruce, can you hear me? Jesus Christ. Shite. Auch da irgendwie das Gleiche, ne? Irgendwie am Absaufen. Und dann kommt man auf die Idee, na, das mache ich erstmal ein Ferngespräch. Ich will nicht zum Motorraum. Es wird dunkel. Ja. Ich weiß ja nicht. Ach, stuck fast. Kann ich es einfach nach vorne machen? Okay. Sehr gut. Engineering Generator Access. Ja, da wartet bestimmt jemand auf uns. Ein Stromschalter oder sowas. Das ist das wirklich der richtige Weg? Ich habe irgendwie so eine Vorahnung, dass ich sterben werde, wenn ich da reingehe. Die Lampe da im Wasser drin ist. Ja. Gut. Ah, weiter. Das ist jetzt sicherer. Okay. Hold on. That's gas. There must be a valve somewhere. I need to shut off that gas valve. Was hier? Okay. Also. Echt jetzt? Dann einmal in die andere Richtung. Dankeschön. Zum Maschinendeck, ich will da nicht hin.
Nope. Clear it. Finlay. Oh, Jesus, am I glad to see you. Aye, you and all. Fucking Rennick nearly had me. He's changed. He's fucking vicious. Doesn't sound like he's changed much to me. You seen anyone else? Brody. He sent me down here to restart the Jennies. The generators, aye. That's where I was headed. But the lights are on. Right, we're an emergency battery system, no? There's not got any hold for long. The beer is taking a lot of damage. The infrastructure's compromised. That's just brilliant. So how do we get the Jennies working? Right, well, first thing, get in that cabin over there and reset the protective relay. That might kick the Jennies back on. Go on, see what happens. Das kannst du das nicht fertig machen, aber okay, das war doch die Frage bezüglich dem Strom, was ich mal hatte. Oh, Spinde. Ich sage voraus, Generator springt an, irgendein Dude kommt. Wie genau soll ich da reinkommen? Reinkriechen? Ah ja. Das hat irgendwie so AKB-Style. Ja dann. Alles wieder heile? Ah ja, Beauty. At least that works. Better tell Finlay. Haben sie noch echt schön gemacht hier drin. Was haben wir denn hinter der Tür hier? Fucking thing's locked. Aber ich glaube, wir kommen da trotzdem noch irgendwie dahin. Jetzt habe ich wieder so ein Spaßtelefon. Shit. Sorry, das war eine kleine Panikreaktion. Reingehen? Ja, es ist aber noch umgelegt. Ja, lass mich auf. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, hier ist auch ein Versteck. I work like a charm. Shit. The generator must have tripped because of a fault somewhere. Aye, and the relay will just keep resetting until we fix it. We'll need to restart the generator manually. Right, where you go then? There's two jobs here, McCleary. The Jennies and the fault. You deal with the Jennies and I'll find the fault. What the fuck was that? I don't know, but the generators are that way. Well, I'm no fucking going down there. Have you got a better plan? No? Aye, well, I fucking didn't think you would have somehow fucking got on with it. Aye, where you go then? Wenn ich mir den Kurzschluss machen, dann steht da Mud Handling. I can't get this one open. Was? No chance. Die anderen hast du doch auch aufbekommen. Ja, du, also das mit dem Generator, das wird leider nichts. Zwischen anderen. Ach Mann.
Aber es hat schon was Schönes. Oh, fuck me. Oder muss er nicht immer schlecht aussehen? Okay. Das wissen. Okay, ich muss unten rumgehen. Ja doch, es hat was Schönes. Ja, auch wieder einen Bereich zu verstecken. Irgendwas kommt da. Hey, können wir die Tür zumachen? Hierzu. Gut. Damit fühle ich mich schon mal etwas sicherer. Oder auch nicht. Inspection, was haben wir hier? Also. Wieso mach ich das? Nochmal Gegenstände zum Werfen. Es ist ein einziges Labyrinth und den ganzen tollen Weg darf ich wieder zurücklaufen, hundertprozentig. Wie soll das Ganze denn hier noch funktionieren? Das ist doch alles nur noch Schrott hier. Generator. Fuck. Ja, klar. Was? Nein. Ich habe so eine Vermutung, warum der Generator hier ein kleines Problem hat. Aber ich glaube, der hat auch vorher schon ein kleines Problem gehabt. That must be it. A wee hut over on the other side. No far now. Das ist ein großer Generator. Und extrem viele von diesen kleinen Schächten hier. Ah.
Ich will da eigentlich nicht runter. Fuck. Oh, dear. Jesus. Scheiße. Bin ich hier drin sicher? Wo ist es? Da in der Ecke habe ich gerade was gesehen. Da hinten. Holy shit. Komm jetzt zu mir. Oh oh. Geh weg. Allah, bitte sag mir, ich bin hier sicher. Wo bist du? Okay. Wo? Warte, wie komme ich zu diesem Raum da oben? Okay, wir gehen mal wieder hier rein. Was, oh, scheiße. Muss irgendwie gleich darauf. Aber das Viech muss irgendwie da noch da hinten wieder. Was sollst du sein? Kannst du vielleicht da nach rechts gehen? Okay, da hinten. Ist er nach rechts? Gut. Sehr gut. Wo geht's hier hin? Nirgends so hin. Scheiße. Gut. Nee, das war's nicht. Aber da hat's Nummern. 1, 2, 3. So die 4. 5. Ernst jetzt. Kaz! Kaz, are you there? For fuck's sake, maybe no jump out at me. Have you no seen a deer? Oh, it's that prick. He's away in mud handling by the sounds of it. Listen, we are in business. You've gone for full power. The batteries, they're sitting in the fucking dark. What are you all about? Oh, getting in a stushy is going to help us, is it? Just get that generator running. It's out on the floor. The key for it should be in there somewhere. I'll be out here looking for the fall. We'll be looking out for a deer as well, all right? War ja klar. War wieder alles für'n Arsch. Okay,
liebe Leute, ich muss die Episode heute mal ein bisschen kürzer beenden. So, immerhin haben wir den Schlüssel, was schon mal näher ist. Aber die nächste Episode wird dann wieder reguläre Länge haben. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier auf der Bohrinsel. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.